Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nina und jetzt ist wieder Hairtime. Ich bin sicher, ihr kennt das Problem im Salon. Ihr habt eine Kundin bei euch im Salon sitzen und die möchte gerne verschiedene Farbtöne ausgefärbt haben. Und dann verwenden wir klassisch Alufolie, um das zu unterlegen, damit die Farben nicht ineinander verlaufen. Selektive hat euch da einen kleinen Helfer auf den Markt gebracht, und zwar unser Freefoil. Das könnt ihr verwenden, um ohne Alufolie zu arbeiten. Das Produkt kommt mit in die Farbe, in das Blondierprodukt oder aber auch in den Direktzieher, damit ihr keine Folie braucht und die Farbe nicht ineinander verläuft. Um euch das zu zeigen, habe ich heute meine Kundin mitgebracht. Meine Kundin hätte gerne eine Art Hologrammtechnik. Da haben wir eine besondere Technik ausgearbeitet, die nennt sich Pale Flower. Bei der Technik ist es wichtig, dass wir einen dunklen Ansatz haben und in den Längen und Spitzen aber mit zwei hellen Pastelltönen arbeiten. Heißt, das ist eine perfekte Technik für so ein Produkt, weil im Salon würde ich normalerweise da Folie unterlegen, damit die Farben eben nicht ineinander verlaufen. Dank Freefoil brauchen wir das aber heute nicht. Wie diese Technik funktioniert, das werde ich euch aber jetzt zeigen. Für die Farbtechnik verwende ich von Selektive Professional die Color Evo Haarfarbe. Für die Ansatzfarbe mischen wir 20 Gramm 5.1, 20 Gramm 7.1 und 4 Gramm 0.77. Das ist ein violetter Mixton. Ein kleiner Tipp von mir. Wenn ich in meiner Rezeptur mehrere Farbnuancen verwende, dann rühre ich erst die Farbnuancen untereinander und dann gebe ich den Oxidanten dazu. Dann wird eure Farbmasse noch cremiger. Zu der gesamten Farbmasse gebe ich 44 Gramm 3% dazu. Zu meiner fertigen Rezeptur kommen jetzt 4,4 Gramm Freefoil dazu. Anschließend verrühre ich die Farbmasse nochmal. Meine Farbe trage ich komplett auf die Ansätze auf. Dabei achte ich, dass beim Auftragen Höhen und Tiefen entstehen. Für meine Rezeptur A für die Längen und Spitzen verwende ich drei Nuancen. 40 Gramm 1017, 2 Gramm 077 und 1 Gramm 01. Und nochmal ein kleiner Tipp. Da die Mixtöne sehr intensiv sind, verrühre ich diese als erstes. Dazu gebe ich ein paar Tropfen Wasser und schäume das Ganze mit dem Pinsel auf. So lassen sich die Mixtöne viel besser mit der Farbe vermischen. Anschließend kommt auch hier wieder 3%iger Oxidant dazu. Auch hier kommt natürlich Freefoil wieder zum Einsatz. Gerade für die Längen ist es in der Farbtechnik sehr wichtig, dass die Farben nicht ineinander verlaufen. Für meine Rezeptur B verwende ich unsere Strähnenhaarfarbe Glitch. Einmal in Rot und einmal in Kupfer. Für meine Mischung nehme ich 2 Gramm Glitch Ramé, 1 Gramm Glitch Rosso mit 40 Gramm 10.3. Die Gesamtmasse wird 1:1 mit 3% gemischt und natürlich auch wieder mit Freefoil abgerundet.
Als erstes habe ich die Hutlinie abgeteilt. Ich fange im unteren Bereich an. Dann trage ich meine Rezeptur A auf die ersten 5 bis 8 cm nach der Ansatzfarbe auf. Auf die Längen und Spitzen gebe ich dann unsere Rezeptur B. In meiner nächsten Abteilung kommt auf die gesamten Längen und Spitzen die Rezeptur A. So, jetzt haben wir das Ganze aufgetragen. Ihr seht, es war super easy. Ich habe auch wirklich nicht darauf geachtet, ob irgendwie die eine Farbe auf der anderen drauf liegt, weil genau dafür ist Freefall ja gedacht. Wir lassen das jetzt eine halbe Stunde einwirken und dann waschen wir das Ganze einmal runter. So, jetzt haben wir das Ganze einmal mit der Color Defense Serie ausgewaschen, den Conditioner drüber gegeben, um den Farbvorgang zu beenden, um alles abzuschließen. Jetzt, um das Ganze noch einmal abzurunden, sprühe ich noch einmal das Color Block Spray rein. Und dann fange ich erstmal zum Föhnen an. Wie immer drehe ich natürlich jetzt noch ein paar Locken rein, weil dann schaut das immer noch mal ein bisschen schöner aus an den Übungsköpfen. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, jetzt haben wir unsere Hologrammtechnik fertig. Ich finde, es schaut so schon mega schön aus. Ihr seht, am Ansatz ist es einfach ein bisschen dunkler, satter, aber dann mit den zwei verschiedenen Pastelltönen. Ineinander ist überhaupt nichts verlaufen. Es gehört oder es ist alles so, wie ich es aufgetragen habe. Es ist nichts ineinander verlaufen und das ganz ohne Folie. Und das finde ich gerade im Salonalltag mega praktisch. Ihr könnt einfach schnellere Techniken erarbeiten und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis bald!